bisschen brechen und ein bisschen öffentlich darüber nachzudenken, unter welchen Voraussetzungen man One-Time-Pad-Krypto verwenden könnte. Hintergrund ist natürlich durchaus, dass meine Annahmen darüber, wie lange algorithmische Kryptographie, insbesondere Public-Key-Kryptographie, halten wird, möglicherweise etwas pessimistischer sind als die von vielen anderen Leuten. Gut, wie gesagt, die Annahme, die jetzt unter dieser Vortrag steht, ist, dass es unter gewissen Umständen, nämlich dann, wenn man algorithmischer Krypto misstraut, Sinn machen kann, auf One-Time-Pad zurückzufallen. One-Time-Pad-Krypto ist auch bekannt als Random-Cipher, ist der einzig, zumindest vom mathematischen Ansatz her, prüfbare Cipher. Dabei handelt es sich, für die, die es nicht wissen, aber ich denke, es ist allgemein bekannt, darum, dass man einen Key hat, der genauso lang ist wie der Plaintext, den man verschlüsseln will, und man XORt einfach den Key mit dem Plaintext und das war's. Wenn man entschlüsseln will, nimmt man den Key, XORt ihn wieder mit dem Ciphertext und erhält den Plaintext. Der Key muss präzise genauso lang sein wie der Ciphertext, und daraus ergibt sich schon logischerweise, dass es keine Möglichkeit gibt, den Key tatsächlich zu brechen, indem man halt versucht zu erraten, was drinsteht, weil jede beliebige Möglichkeit hinten rauskommen kann. Es gibt jede Menge Problempunkte zum Thema, wie benutzt man One-Time-Pad-Systeme in der Praxis. Die möchte ich heute ein bisschen durchgehen, einfach nur damit bestimmte Gedankengänge nicht immer nochmal von jedem selbst gemacht werden müssen und damit die Leute, die sich mal ein bisschen auch auf der Code-Seite mit dem Thema beschäftigen wollen, vielleicht ein paar Anregungen bekommen, was man da so tun könnte. One-Time-Pad-Krypto ist nur sicher, wenn das Key-Material, mit dem man den Plaintext XORt, wirklich absolut zuverlässig ist. Natürlich gibt es keinen absoluten Zufall. Zufällig heißt in dem Fall, der Angreifer kann in diesem Key keine Struktur, keine Sequenzen, nichts erkennen, an dem er einen statistischen Hebel ansetzen könnte. Eine Folge davon, also ich habe es nochmal extra aufgeführt, ist, dass die Entropie des Key-Materials mindestens genau dieselbe Qualität hat wie die vom Plaintext. Das ist nicht für alle Szenarien wichtig, aber für die meisten. Die allerwichtigste Regel ist, unter gar keinen Umständen darf Key-Material wiederverwendet werden. Ich komme da gleich noch auf die historischen Beispiele, die es erklären. Wenn man zwei Plaintexts mit dem gleichen Key verschlüsselt, muss man einfach nur ein XOR machen und ist dann relativ zügig mit ein paar Guesses, was in einem von den Plaintexts drin steht, beim Key. Der Key darf natürlich nur zu den beiden Kommunikationspartnern bekannt sein, wenn es mehrere sind, halt mehrere. One-Time-Pad-Systeme, die mehrere Kommunikationspartner als zwei involvieren, sind in der Praxis extrem schwierig zu betreiben, also davon ist abzuraten. Daraus folgt, dass man im Zweifel das Key-Material physikalisch durch die Gegend tragen muss. Das heißt also irgendwie ein Blatt Papier nehmen, auf eine CD brennen oder was auch immer, kommen wir später noch genauer drauf. Der Nachteil ist offensichtlich. Wieso ist es so? Ganz einfach, wenn ich den Key vorher nochmal mit einer PGP-Mail durch die Gegend schicke, ist meine folgende Sicherheit, die ich auf dem One-Time-Pad habe, nur äquivalent zu der von dem PGP-Key. Da wir annehmen, dass wir da gerade mit Bedrohungsszenario haben, wo das PGP nicht ausreicht, sollte man das lassen. Die praktischen Limitationen sind halt einigermaßen heftig. Daraus folgt, dass man es wirklich nur verwenden kann, wenn man halt wirklich hohe Sicherheitsanforderungen hat oder wenn halt irgendwie es keine anderen Optionen gibt. Das heißt also, wenn wir halt annehmen müssen, dass die anderen verfügbaren Kryptoverfahren halt brechbar sind vom Angreifer. Praktisch gesehen funktioniert es nur mit einer ziemlich begrenzten Anzahl Kommunikationspartner. Wenn wir kurz überlegen, nehmen wir mal an, wir generieren uns One-Time-Keys für die Kommunikation so übers Jahr und tauschen hier so auf dem Kongress aus und überlegen mal so, wie viel E-Mail und wie viel Telefon tauscht man dann so mit jedem, den man so kennt, aus. Dann kommt man zügig so zur Größenordnung von so, naja, so 50 Megabyte könnten vielleicht ausreichen. Und wenn ich jetzt 100 Leute kenne, naja, dann sind wir schon bei einigermaßen großzügig dimensionierten Platten, die man so allein fürs Key-Material braucht. Und Platten sind halt zum Speichern von Key-Material extrem ungeeignet, da kommen wir später noch zu. Das heißt, die Anzahl der Kommunikationspartner, mit denen man es treiben kann, ist einigermaßen limitiert. Das Militär hat halt genau das Problem, weswegen sie halt immer noch auch nach anderen Verschlüsselungsmethoden suchen, dass zum Beispiel im Kriegsfall haben die halt hunderte, tausende, zehntausende Kommunikationspartner und jeder von denen müsste
für alle Kommunikationspartner einigermaßen unübersichtlich. So wurden One-Time-Pads klassischerweise distributiert. Das heißt, also links haben wir, ich glaube, es ist ein amerikanisches One-Time-Pad-Brett mit einer Lesehilfe. Rechts ist ein russisches Cipherbook, was vom MI5 in Großbritannien beschlagnahmt wurde. Die Materialien, auf denen diese Sachen gedruckt wurden, sind häufig essbar, also gut essbar, damit sie im Zweifel halt schnell der Vernichtung anheimfallen können. Oder auch gut brennbar. Also es gibt halt irgendwie Spezialpapiere zum Beispiel, auf die man nur mit der Zigarette raufascht und dann flammen die weg. Also Notfallvernichtbarkeit ist ein sehr, sehr großes Thema in dieser Community, kann man schon so sagen. So. Kommen wir mal zu den einzelnen Implikationen. Eine der großen Schwierigkeiten ist, richtig guten Zufall zu kriegen. Pseudorandom-Generator, wie ihr sie zum Beispiel aus DevRandom kennt oder so, kann man gleich vergessen. Dabei handelt es sich tatsächlich nur um mathematische Funktionen, die Sequenzen so großer Länge ausspucken, dass sie bei oberflächlicher Betrachtung zufällig aussehen könnten. Damit können wir in diesem Fall nicht viel anfangen. Also was wir brauchen, ist richtig, richtig guter Zufall. Jede Menge Sachen, von denen man denken könnte, sie sind zufällig. Also zum Beispiel, wenn man so zufällig einfach mal auf der Tastatur rumtippt, um halt irgendwie jede Menge Buchstabensalat zu machen, könnte man ja denken, dass da irgendwie ganz prima Zufall bei rauskommt, ist aber nicht so, weil es unterbewusst jede Menge Patterns gibt, die man dann da reinmacht. Irgendwie bestimmte Buchstaben, die man bevorzugt, oder dass man zum Beispiel irgendwie, hier, wie heißen die Dinger, F und J nicht bevorzugt, weil da so kleine Pickel drauf sind, dass man da nicht so gerne drauf tippt oder so. So eine Geschichten. Also das heißt, richtig guten Zufall kann man eigentlich nur aus physikalischen Sourcen kriegen. Key-Material sollte demzufolge aus physikalischen Zufallsquellen kommen. Sehr häufig erwähntes Beispiel ist so das Rauschen von Zener-Dioden oder Kollektorrauschen aus Transistoren oder auch Rauschen von CCDs, wobei ich bei letzterem nicht so ganz sicher bin, wie gut das Rauschen ist. Es gibt hier so von zum Beispiel von so einer schwedischen Firma, die heißt Protego, gibt es auch so kleine Hardware-Zufallszahlen-Generatoren für die serielle Schnittstelle, wo sie genau diese Zener-Diode und Kollektorrauschen in einem handlichen Gerät zusammengefasst haben. Es gibt auch noch mehrere andere, aber die waren irgendwie die preiswertesten, die halt irgendwie ein fertiges Gerät liefern. Man kann natürlich einen Geigerzähler nehmen. Das Problem, also das praktische Problem am Geigerzähler ist, dass man, wenn man die Zeitabstände zwischen den Blips, die halt durch den Einschlag von Teilchen da erzeugt werden, benutzen möchte, braucht man, um so einigermaßen viel Zufall daraus zu bekommen, schon ein bisschen harte Radioaktivität. So, also ich habe da halt ein bisschen mit rumgespielt und das Einzige, was halt so halbwegs so der Sache nahe kam, war halt so ein Stück, so eine Kapsel, die ich mir irgendwie bei einem Freund, der in der Medizintechnik arbeitet, geborgt habe und der aber meinte, irgendwie, er müsse die echt ganz unbedingt wieder haben. Und also die Standardquellen, also so Uranglas oder so, macht halt schon, also geht halt so, es ist dieses grün leuchtende Glas, was man halt manchmal so kaufen kann, geht halt schon so halbwegs, aber ist noch nicht so richtig der Hit. Weiteres Problem ist halt, praktisches Problem ist halt, dass man einen Geigerzähler braucht, der halt einem wirklich die einzelnen Bips auf den Rechner rausliefert. So die Standard-Geigerzähler, die man so kaufen kann bei Konrad mit serieller Schnittstelle, haben den Nachteil, dass sie einem zwar die kumulierte Radioaktivität liefern, aber nicht die einzelnen Einschlagblips, die man halt braucht, um den Zeitabschnitt zu messen. So, also Geigerzähler geht zwar, aber ist halt nicht so richtig der Hit, muss man schon ganz schön fummeln. Radioastronomie wird immer wieder erwähnt. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wenn man nämlich tatsächlich einen Quasar erwischt, das heißt also einen Stern, der halt irgendwie einigermaßen sequenziell sein Radiosignal sendet, dann hat man da schon wieder nicht so viel Zufall drin und möglicherweise entdeckt man es nicht. Der optisch bei weitesten hübsche Zufallsgenerator, den es gibt, ist natürlich Lavalampen. Es gibt da dieses schöne Projekt, was einer von den SGI-Nerds damals gemacht hat, der hat sich halt einfach so 15 Lavalampen hingestellt, wahrscheinlich wollte er es noch richtig hübsch haben im Büro, hat sich dann so eine O2 genommen, die Videokamera rangehängt und hat halt eine Bildauswertung auf die Lavalampen gemacht und hat daraus richtig schönen Zufall generiert. Das war ein sehr, sehr, also optisch sehr schönes Projekt. Ist vielleicht auch der einzige Zufallsgenerator, bei dem die Freundin dann noch mitmacht. So, den Zufall, den man da rausbekommt aus seinem Hardware-Generator, den sollte man sich richtig genau angucken. Es gibt jede Menge Problemquellen, die auftreten können,
mit dem man nicht rechnet. Also wenn man zum Beispiel diesen Zufallsgenerator hat, der halt 10er Dioden und Transistoren, Kollektorrauschen drin hat, dass man ihn anfasst. Und zwar ist das Problem dabei, dass die Spannungsversorgung hier über die serielle Schnittstelle erfolgt. Und es gibt halt serielle Schnittstellen, bei denen ist der Spannungspegel, der halt da so rauskommt, so knapp unterhalb dessen, was das Ding braucht, dass es beeinflusst, wenn man ihn anfasst, weil sich die Erdung ändert. So, und das sind so Sachen, da muss man halt wirklich sich ein bisschen mit auseinandersetzen und eine Konstruktion bauen, die halt einem einigermaßen guten Zufall liefert. Also auch zum Beispiel prinzipbedingt, wenn man mit sehr starker Radioenergie in so einen 10er-Dioden-basierten Zufallsgenerator reinstrahlt, dann hat man relativ gute Chancen, die Patterns zu beeinflussen. Insofern fand ich vorhin die Anmerkung von den Kollegen da in dem Quantenvortrag extrem interessant, der sagte, sie haben da halt einen relativ preiswerten Quantenzufallsgenerator gebaut. Vielleicht hat er Lust, da nachher nochmal was zu erzählen. Das würde mich sehr interessieren. Es gibt eine Standard-Test-Suite für Zufall, das ist die sogenannte Die-Hard-Suite. Das findet man auf Google sofort, wenn man danach sucht. Und es gibt halt Entropy-Tests, mit denen man gucken kann, wie gut der Zufall ist. So, um halt so einen ganz groben Anhaltspunkt zu kriegen, ob das, was man da hat, so halbwegs zufällig ist, kann man auch zum Beispiel hingehen und sich einen Kompressionsalgorithmus nehmen und den auf volle Pulle stellen, das heißt also beste Kompression, weil Kompressionsalgorithmen tun nichts weiter als Patterns in Binaries finden. Und wenn schon der Kompressionsalgorithmus die Bytes, die man da hat, komprimieren kann, dann kann man es gleich vergessen. Dann ist sozusagen der Fall schon vergessen, weil dann sind da auf jeden Fall Patterns drin. Die Kryptographen sagen immer, okay, wenn du da so Zufall hast, kann auch dieses und jenes und dieses und jenes passieren, also nimm lieber noch einen ordentlichen guten Hash-Algorithmus, der halt irgendwie als Input-Bits gleich Output-Bits konfiguriert ist, um halt auch noch die letzten Probleme aus deinem Zufall rauszubekommen, die da drin sein könnten. Und dann gibt es wiederum andere Kryptografen, die meinen so, naja, also mit dem SHA-1, da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Und wenn schon so ein Kryptograf meint, der sei ich dann nicht mehr ganz so sicher, dann, naja, wissen schon, Universen voller Großrechner und so. Gut, also ist im Zweifel eine Glaubensfrage, ob man tatsächlich noch hingeht und da irgendwie noch mit dem SHA-1 oder ähnlichem Algorithmus drüber geht, sollte man im Zweifel vorher genau lesen, ob der Hash-Algorithmus, den man verwendet, da tatsächlich noch known to be good ist. Es gibt keinen wirklichen Grund, deinen Angreifer wissen zu lassen, was für eine Art von Zufallsgenerator du verwendest. Natürlich kann man immer sagen, okay, Open Source und hin und her und irgendwie Sicherheit nur dann, wenn du halt irgendwie beweisen kannst, also mathematisch sicher und so weiter und so fort. Nur in diesem Fall ist es so, dass es für den Angreifer richtig doll viel schwieriger wird, dich anzugreifen, wenn er nicht weiß, aus welcher Quelle dein Zufall kommt. Wenn jetzt zum Beispiel weiß der Angreifer, dass dieses Gerät hier hat einen ganz subtilen Konstruktionsbug, von dem der Hersteller nicht weiß, aber sie haben halt irgendwie fünf Nerds draufgesetzt, solange bis sie wissen, dass es da einen Konstruktionsbug gibt. Und sie müssen nur in dem Augenblick irgendwie, was ist ich, wo ich telefoniere und das Ding nicht daneben irgendwie meinen Zufall benutzen oder so, will ich eigentlich nicht, dass sie es wissen. Das macht ihnen die Sache schwieriger. Ein Beispiel aus der Geschichte, was passiert, wenn man einen schwachen Zufall nimmt, ist der Fisch. Fisch war die alliierte Bezeichnung für den deutschen Cypher, der vorwiegend für Diplomatenverkehr benutzt wurde. Da war es so, dass es eigentlich ein One-Time-Pad-Cypher war. Das heißt also, dass die Pads tatsächlich generiert und damit verschlüsselt wurde. Aber die Pads wurden mit einem mechanischen Generator gemacht. Das war eine Maschine, die bestand aus so Lorenz Wheels, so Kodierscheiben. Und da haben sie halt 240 Stück von genommen. Das heißt, da entsteht halt ein Zufallsstrom von einer echt richtig amtlichen Länge, der aber ein paar statistische Auffälligkeiten hat. Und die Engländer haben es denn damals geschafft, diese Auffälligkeiten auszunutzen und diesen Cypher zu brechen. Es gab dann halt auch noch einen Plaintext und noch ein paar andere Geschichten, wie es immer so ist. Das ist halt so eine kryptografischen Angriff in der Praxis sind halt nie rein. So, das ist halt nie so, dass halt jetzt irgendein Heldenmathematiker dahergeht und auf die Bit guckt und sagt, ja, da ist es. Sondern sie haben halt immer noch irgendwelche anderen Informationen. So. Also das ist halt irgendwie, wann das passiert ist oder was zur selben Zeit war oder wie das Wetter gerade war oder was auch immer. Und diese Randinformationen machen es in der Regel erst möglich, ein Kryptosystem zu brechen. Ja, da hatten sie halt Pech. Wie gesagt, eines der wesentlichen wichtigen Dinge ist, niemals den Key zweimal benutzen. Wenn man den Key zweimal benutzt, kann man es auch wirklich genau gleich bleiben lassen.
weil man muss einfach mal davon ausgehen, dass ein Angreifer jede Nachricht, die man schickt, archiviert. Wenn zwei Nachrichten mit demselben Key oder auch nur mit teilweise demselben Key entschlüsselt sind, es gibt ein sehr schönes Beispiel aus der Geschichte, das ist erst vor ein paar Jahren publiziert worden. Das sind die sogenannten Winona Decrypts. Winona ist wiederum auch ein, ich glaube, von den Briten erfundenes Keyword dafür. Die Geschichte war die, der GRU, das ist der sowjetische Militärgeheimdienst damals, hat denselben, Entschuldigung, der Auslandsgeheimdienst, nicht der Militärgeheimdienst, hat denselben One-Time-Pad an verschiedene Kommunikationspartner gegeben. Der Grund dafür ist nie ganz klar geworden. So, es kann sein, dass sie nicht genug Key-Material hatten, es kann sein, dass es ein Logistikproblem war, was auch immer. Jedenfalls war es so, dass dasselbe Key-Material, was verwendet wurde, um von Moskau mit der Handelsmission an der russischen Botschaft in Mexiko zu telegrafieren, verwendet wurde für Kommunikation von Spionen mit der Zentrale. Die NSA und die britische Abhörbehörde, das Government Communications Headquarter, haben festgestellt, dass es da offenbar Ähnlichkeiten gibt und haben dann angefangen, die zu vergleichen. Das war so in den 50er Jahren, da gab es noch nicht so richtig Computer. Das war halt ein richtiger Aufwand. Sie haben es halt mit großen Lochkartenmaschinen und so weiter und so fort gemacht und hatten dann später dann irgendwann richtige Computer so und dann haben sie halt noch mehr gefunden und haben halt richtig große Anzahl von Nachrichten gebrochen auf der Basis dieser des Wissens, dass diese beiden Keybits, dass die beiden Pads gleich sind. Und haben halt ziemlich viele sowjetische Spionageringe deswegen hochgehen lassen können. Ich weiß nicht genau, was mit den Leuten irgendwie im GRU passiert ist, die auf die dumme Idee gekommen sind, ein One-Time-Pad zweimal auszugeben. Die Russen neigen ja doch eher zu aktiven Darwinismus in solchen Fällen. Ja. Also auch wenn man irgendwie nicht irgendwie im russischen Geheimdienst arbeitet, empfiehlt es sich deutlich, seine Keys nicht zweimal zu benutzen, wenn man One-Time-Pads verwendet. Daraus folgt auch, da in der Regel Kryptosysteme fallen, nicht weil sie schlecht sind oder weil irgendjemand so einen groß angelegten Irrtum begeht, sondern weil es halt kleinere Irrtümer gibt, sollte man zusehen, dass das Kommunikationsprotokoll, das man verwendet, um One-Time-Pad zu kommunizieren, die Doppelverwendung verhindert. Das heißt, dass man zusieht, dass A, nicht zwei Seiten auf demselben Key kommunizieren. Also wir haben Kommunikationspartner A und wir haben Kommunikationspartner B und sie haben beide denselben Key. Was passiert, wenn Kommunikationspartner A und B zur selben Zeit eine Nachricht schicken? Schwupp, haben wir ein Overlap. Deswegen muss Kommunikationspartner A ein Key haben, um Nachrichten von B zu lesen und ein Key, um Nachrichten an B zu schicken und umgekehrt. Das muss schon im Kommunikationsprotokoll verankert sein. Ja, und wichtig ist auch, man sollte einfach Key-Material, das man benutzt hat, sofort löschen. Also bei den Agenten haben sie es halt einfach gemacht, Seite rausreißen, aufessen. Was ich mich immer gefragt habe, ist, ob sie irgendwie wenigstens Pfefferminzöl oder sowas auf diese Seiten getan haben. Ich stell dir vor, du hast da so eine lange Nachricht zu verschlüsseln und dann hast du das ganze Papier im Mund. Das ist bestimmt blöd. Da gab es auch so eine schöne Geschichte irgendwie von Markus Wolf, wie er im Flugzeug, also Markus Wolf war der Chef der DDR-Auslandsspionage, wie er im Flugzeug mit diversen chinesischen Genossen auf dem Flug nach Kuba saß und sie dann wegen Schneesturm in New York landen mussten, zwischenlanden mussten und dann die Chinesen angefangen haben, ihre Akten zu essen. Und er halt überlegte, ob er es als patriotischer Pflicht und so weiter sofort ihnen hilft beim Essen, aber hat sie wohl doch. Na gut. Okay, Secure Distribution Storage. Key Distribution geht halt eigentlich nur über physikalischen Transfer oder wenn wir halt den Quantenlösungen trauen können, dann wäre schön, okay, dann können wir die vielleicht verwenden. Key Storage sollte halt nur an einem sicheren, unkontrollierten Platz passieren. Das heißt, wie gesagt, das Militär bevorzugt da halt irgendwie Bunker und irgendwie dazugehörige Wachposten. Hat nicht jeder, zugegebenermaßen ist auch ein bisschen unpraktisch für die Daily Mail. Es ist möglicherweise schlau, im praktischen Umgang Krypto-Container mit symmetrischer Krypto zu verwenden, um seine One-Time-Pad-Keys zu verstauen, um es halt, sagen wir mal, nicht besonders
bewanderten Angreifern, also sagen wir mal zum Beispiel irgendwie normalen Ermittlungsbehörden, nicht so einfach zu machen. Wenn halt der One-Time-Pad unverschlüsselt auf der Platte liegt, dann ist es auch für die halt einfach, da XOR zu machen. Ne? Die Sache mit dem sicheren Löschen nach der Benutzung ist ein ernstes bisschen zu lesen, wie das denn so mit dem Löschen von Daten von Platten ist, und habe festgestellt, geht nicht. Es ist momentan so, dass es offensichtlich kein wiederbeschreibbares Speichermedium gibt, das frei von Datenrückständen ist. Platten haben das Problem, wenn man sich so den Kopf anguckt, wie er so über die Spur pfeift, dann hat er so kleine Änderungen der Spurlage. Wenn Daten geschrieben werden, kann der Kopf an einer anderen Stelle langpfeifen über der Spur, als wenn Daten gelöscht werden. Das heißt, man hat am Rand so ein paar Prozent, die möglicherweise nicht gelöscht werden und relativ einfach rekonstruiert werden können. Es gibt zum Beispiel auf praktisch allen modernen Platten eine relativ umfangreiche Anzahl von ein paar tausend Sektoren, die nur für Fehlerkorrektur da sind. Wenn die Platte merkt, so ein Sektor hat, fängt an zu schwächeln, das heißt, die magnetische Intensität da sinkt ab, dann werden die Daten von da ausgelesen und auf einen Spare-Sektor geschrieben, der irgendwo ganz anders auf der Platte ist, und sie werden an der ursprünglichen Stelle nicht gelöscht. Die liegen da immer noch rum. Wenn da gerade dein Key liegt, hast du Pech. So, außerdem gibt es halt noch das Problem, dass Löschen nicht immer vollständig ist. Das heißt, kann passieren, dass da tatsächlich noch Daten halt zurückbleiben. Denkt man, okay, kauft man sich so einen kommerziellen Bulk Eraser und haut die Platte da rein, so einen großen Magneten, wo es dann doch die Zap macht und irgendwie ordentlich Strom und so. Und dann ist die Platte platt, ist leider nicht so. Das Problem ist, dass die magnetische Feldstärke, die man braucht, um Magnetisierung von heutigen Platten und interessanterweise auch von Tapes zu löschen, nicht ausreichen. Du bekommst heute so Bulk Eraser, die halt irgendwie so, naja, so ungefähr zwei Drittel von dem machen, was du bräuchtest. Selbst wenn du, sagen wir mal, so DLT-Tapes oder Digital Linear Tapes, hoffe ich zu finden im Backup, die haben eine zu hohe magnetische Kurzivität, als dass du sie mit einem Bulk Eraser wirklich vollständig gelöscht bekommst. Du bekommst sie so weit gelöscht, dass du sie wiederverwenden kannst. Das heißt also, dass dein normales Lesegerät die Daten da nicht runterkratzen kann, aber du bekommst sie nicht so weit gelöscht, dass sie nicht rekonstruierbar sind. Na, ich glaube, da bleibt noch mehr zurück. Ich meine, das ist ja richtig ordentliche magnetische Fälle. Ja, könnte vielleicht reichen. So, mal gucken. Also, ja, okay, musst du nur wissen, welches Hochhaus zu welcher Zeit. Aber selbst da haben sie noch übrigens Platten rausgekratzt, ne? Also die halt, also wo Kerosin reingelaufen ist. Oh, lassen wir das. So, dann denkt man sich, naja, dann nehmen wir halt RAM. So, dann machen wir uns halt einen Computer, der hat irgendwie einen Akku und da ist halt RAM dran und irgendwie dann wird es schon gut gehen mit dem RAM. Ich dachte mir, klingt gut, suchen wir doch mal, wie es mit dem RAM ist. Und dann gibt es da so ein mieses Paper von Peter Goodman, das heißt Data Remanence in Semiconductor Devices, und der hat sich mal hingesetzt mit ein bisschen Kohle von IBM und hat sich angeguckt, wie sieht es denn eigentlich aus mit den Einflüssen von Speicherinhalten auf RAM-Zellen. Und was wir da sehen, sind halt so physikalische Veränderungen, die durch den Dateninhalt in RAM-Zellen entstehen. So. Ja, wenn sich mal jemand gefragt hat, ich weiß nicht, wer von euch so Sachen wie so Release Notes von PGP liest. Das ist immer eine sehr interessante Literatur. Eines der Details in den Release Notes von PGP sind, dass sie, die nennen es Memory Bit Flipping for Burn and Prevention. Und das ist genau das, was sie tun. Sie sorgen dafür, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines 0-Bits in einer Speicherzelle gleich der eines 1-Bits in einer Speicherzelle ist, um zu verhindern, dass es dauerhafte physikalische Änderungen in den Speicherzellen gibt, dadurch, dass da zum Beispiel eine 0 oder eine 1 drin ist. Was wir da sehen, sind halt in verschiedenen Speichermedien vorgerufene Veränderungen, und die sind tatsächlich auch messbar. Also es ist so, dass zum Beispiel, wenn man so einen RAM hat und man tut da irgendwie einen Bitmuster rein und man kühlt den RAM ordentlich ab, wenn man ihn ausschaltet, dann kann man noch Wochen später den RAM-Inhalt rekonstruieren. Mit heutiger Technologie. So. Das ist zwar irgendwie nichts, was es in jeder Ecke gibt, aber in entsprechenden Labors ist diese Technologie vorhanden. Gut, okay, das war's mit dem RAM. Okay, man kann natürlich hingehen und sagen, okay, wir bauen uns einen Computer, der halt irgendwie die Bits immer ordentlich flippt, aber ist halt einigermaßen unpraktikabel, einen Computer die ganze Zeit zu betreiben, indem die Bits immer gleichmäßig von 0 nach 1 geflippt werden und darin sein Key-Material zu lagern, weil RAM und CPU verbrauchen halt leider Batterie, und wer will schon so große Akku-Packs mit sich rumschleppen, nur um irgendwie seinen Key bei sich zu führen. Ist ein bisschen unpraktisch. So, dachten wir uns, naja gut, okay, dann nehmen wir halt mal Flash. Flash ist irgendwie schon klein und ja,
was wir da rechts, also dieses, nee, da, das Bild ist Flash. Ja, was wir da sehen, ist ein Burn-In-Effekt, der halt durch Elektromigration passiert ist. Flash hat den unangenehmen Effekt, dass man so die ersten 10, vermutlich sogar mehr Male von Daten, die in so ein Flash reingeschrieben werden, Probleme und den am Anfang mehrmals mit Random Data überschreiben, die wir dann nicht benutzen und dann erst später unsere Daten reintun. Ist im Zweifel immer noch rekonstruierbar, aber ist so halbwegs erträglich. Das Problem, wirklich Problem bei Flash ist, dass die internen Speichermechanismen von so einer Flash-Zelle sind mittlerweile richtig advanced. Man denkt sich, naja, ist halt so ein Speicher, da tut man halt was rein und dann tut man wieder was raus und fertig. Was es aber ist, ist eine CPU, in die man den Kram reintut, wenn man sich zum Beispiel so ein USB-Dongle, so ein Flash-Speicher-Dongle, da ist eine CPU drin und die CPU spricht erst mit dem Flash-Speicher. In der CPU ist eine Error-Correction-Logik und eine Logik, die dafür sorgt, dass jede Speicherzelle möglichst gleichmäßig benutzt wird, weil Flash hat ja die unangenehme Eigenschaft, dass maximal 10.000 Read-Write-Zyklus durchmacht. Realistisch sind es wahrscheinlich eher nur 5.000. Das heißt, um die Produktlebensdauer zu verlängern, wenn man eine Datei auf einem Flash löscht, ist sie nicht weg, sondern nur als gelöscht markiert. Und selbst wenn man dieselbe Datei danach nochmal hinschreibt, dann wird sie einfach nur an eine andere Stelle geschrieben. Das heißt also, es wird dafür gesorgt, dass möglichst alle Flash-Zellen, alle Speicherzellen in diesem Flash die gleiche Anzahl von Read-Write-Cycles haben. Was dazu führt, dass ich in dem Flash tatsächlich noch richtig viele Kopien von der eigentlich überschriebenen Datei befinden kann. Naja. Gut, dachte ich mir CDRW. CDRW ist billig, wird schon gehen. CDRW hat leider auch Track Deviations, das heißt, dass der Laser nie genau auf dasselbe Bit schießt, sondern irgendwie ein bisschen daneben ballert. Und so, wenn man sich so CDRW anguckt, ist ja so eine Wachs, also jetzt mal vereinfacht gesprochen, so eine wachsartige Substanz, die wird durch den Laser warm gemacht und dann wird ein Phase-Change gemacht da drin. Der Laser erwischt aber nie immer genau dieselben Moleküle. So, das hängt einfach davon ab, wie das Laufwerk gerade vibriert oder wie warm oder kalt ist es und so weiter und so fort. Das heißt, da kann man auch rekonstruieren. Wenn sich jemand richtig mit CDRW auskennt, würde mich das sehr interessieren, nach wie viel Write Cycles so eine CDRW so zerschossen ist an den entsprechenden Stellen, dass man da nichts mehr rekonstruieren kann. Ich habe da bisher keine verlässliche Zahl gefunden, würde mich sehr interessieren. Ja, wo wir dann halt bei dem unangenehmen Punkt wären, dass die physikalische Zerstörung des Speichermediums die einzig sichere Option ist. Das heißt, wenn ich fertig bin mit der Key-Benutzung, dann muss ich mein Speichermedium zerstören. Flash ist sich ein bisschen schlecht auf, so knirscht ein bisschen zwischen den Zähnen. CDRWs sind giftig, nicht probieren. Also das Zeug, was da drin ist, sind irgendwie organische Cyanoverbindungen. Nicht essen, wirklich nicht. Platten sind halt teuer. Gut. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit man das nicht unter dem Mikroskop rekonstruieren kann. Ich bin mir nicht sicher, wie fein tatsächlich die Zerstörung ist, die da... Das ist. Ja, das ist okay. Ja. Meine persönliche Überlegung ist halt im Zweifel auflösen. So, halt einfach so ordentliches Lösungsmittel mit Sandpapier und ordentlich schütteln oder so, irgendwie sowas. Gut. Das heißt, da wären wir sozusagen schon mittendrin bei den praktischen Erwägungen, wie sollte so ein Speichermedium beschaffen sein? Ja? Wenn ich nochmal zu Flash zurück darf. Statt es zu löschen, was ja, wie du beschrieben hast, nicht geht in dem Sinne, wenn ich es komplett wieder mit Random Data überschreiben würde, dann könnte ich doch Flash verwenden. Ja, das ist genau das, was ich auch schreibe. wenn man sich sicher ist, dass man beim Löschen der verbrauchten Qubits genügend Daten aufs Flash schreibt, dass auch wirklich die letzte Speicherzeile, die da noch drin sein könnte, mit überschrieben wird, hat man nur noch das Problem, dass es möglicherweise Error-Correction-Zellen geben könnte, die man nicht mit erwischt. Insofern hinterher in den Ofen schmeißen ist irgendwie bei 19 Euro, die so ein Flash-Dongle kostet, vielleicht auch die bessere Option. So, also wie gesagt, wir reden hier vom paranoiden Szenario, wissen schon, so, wenn es nur um die Schwiegermutter geht, ist vielleicht nicht erforderlich. Gut, also abhängig von der Schwiegermutter natürlich. Okay, also was ich mir überlegt habe, ist, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, dass man TDA benutzt für die initiale Key-Distribution. Das heißt also, wenn ich jemanden irgendwie auf dem Kongress treffe und halt irgendwie dem irgendwie meinen Key in die Hand drücken will und der mir seinen Key in die Hand drücken will,
dann drücke ich ihm einfach eine CD-ROM in die Hand und da muss er halt aufpassen darauf. Möglicherweise ist der Key auf der CD-ROM nochmal ordentlich verschlüsselt in einem Krypto-Container, wo wir halt einfach mündlich das Passwort tauschen. Ist sozusagen für den Transport nach Hause sicherlich okay. Wenn man es dann halt verwenden möchte im täglichen Bedarf, wäre halt die Option, sich den Kram auf so einen Flash-Dongle zu kopieren, den Flash-Dongle 10 Mal sollte reichen. Okay, sagen wir mal 30 Mal wegen der Sicherheit. Flash hat halt, diese Flash-Dongle haben halt einfach den Vorteil, die kann man halt immer bei sich tragen. Ich habe neulich gesehen, es gibt sogar schwimmbadfeste Flash-Dongle, also die ist halt in so einem orangenen, so zum Umhängen und so, fand ich irgendwie eine echt gute Idee. Die Dinger sind billig genug, dass man nicht lange drüber nachdenkt, ob man sie jetzt zerstören muss oder nicht. Der echte Nachteil ist, die Dinger sind wirklich hart zu zerstören. Also die so kaputt zu machen, dass man die Flash-Chips wirklich erwischt, ist richtig, richtig schwierig. So. Also ich habe da eine Weile rumprobiert, so das Beste, was noch geht, ist mit nicht allzu hoher Spannung, sowas so irgendwie 200, 300 Volt und richtig Leistung auf alle Pins gleichzeitig zu gehen. So, dann verdampft der Core halbwegs sicher. Das Problem ist halt, wenn man mit zu viel Hochspannung raufgeht, dann verdampft nur die Bonddrähte und der Core ist noch da. Das ist blöd. Okay, also ich hab da halt insofern über elektrisch drüber nachgedacht, weil Thermit kriegt man halt am Flughafen immer so blöd durch die Sicherheitskontrollen. Okay, wie gesagt, der Vorteil ist zumindest gegenüber einem normal fähigen Angreifer kann man halt die Keybits halt halbwegs zügig löschen. Das heißt also, man hat halt also sozusagen das höchste, also das Risiko steigt sozusagen mit der Benutzungsdauer des Flash. So, je länger man den verwendet hat, desto mehr potenziell rekonstruierbare Keybits sind da drauf, aber man hat auch sozusagen schon umso viele Male den Flash überschrieben, also sollte irgendwie so halbwegs machbar sein. Man sollte zusehen, dass man möglichst viel rauskriegt darüber, wie die interne Error Correction und so weiter und Storage-Logik von diesem speziellen Flash-Modul, mit dem man sich da auseinandersetzt, funktioniert, um halt seine Löschalgorithmen entsprechend anzupassen. Der größte Vorteil von Flash ist, ich kann es auch im PDA benutzen. So, es gibt halt diese SD-Cards und diese MMC-Cards und was es alles gibt, die kann ich auch im normalen Flash, im Slot vom PDA benutzen oder vom Mobiltelefon, von den moderneren. Auch nicht schlecht. So, okay, wie gesagt, ein Keyset für jede Kommunikationsrichtung, hatten wir schon gesagt. Keybits löschen, nachdem man sie benutzt hat. Möglicherweise ist es sinnvoll, von den benutzten Keyblöcken einen Hash zu behalten, einen möglichst kurzen Hash, um genau zu sein, um halt Verwechslungsgefahr auszuschließen. Nehmen wir mal an, man hat das Problem, dass einem Teile von dem Flash abbrauchen, bevor man alle Keybits benutzt hat und jetzt nicht weiß, welche man schon verwendet hat und so weiter. Das könnte Sinn bringen, eine Liste aufzuheben. Das Message-Protokoll, das man verwendet, muss die Sequenzkorrektheit sicherstellen und eine Indication haben, welcher Keyblock jetzt ungefähr gemeint sein könnte, um die Synchronisation leichter zu machen. Das heißt, also Synchronisation sollte Bestandteil des Message-Protokolls sein. Und es ist in jedem Fall eine sehr gute Idee, die Nachrichten over zu entziffern. Na, ist doch ganz klar. Wenn da halt das dann nach der PGP-Message durchgeht, naja, dann kommt die halt auf den Stack und wird halt irgendwie entschlüsselt, wenn PGP zu knacken geht. Wenn da aber so eine Nachricht durch, die echt richtig absurd und komisch aussieht und irgendwie so ganz komisch, so, dann gucken Sie sich die vielleicht schon mal genauer an. So, also man kann natürlich auch einfach irgendwie Punkt Gift dahinter schreiben und die gucken sich vielleicht nicht genauer an, weil sie denken, es ist nur ein anderes kaputtes, buntes Bild. Gut, wie gesagt, einfach Over-Enciphern bringt Sinn, wenn wir irgendwie vom Militär laden, die machen das auch. Insofern kann man ja einfach tun, kostet ja nichts. Gut, damit bin ich beim Ende. Die Quellen, die ich benutzt habe, sind hier so halbwegs angegeben. Inklusive der URL, wo man diese Dinger hier bestellen kann. Wie gesagt, ich würde gerne noch, wenn es geht, einen Exkurs zu quantenbasierten Zufallsgeneratoren hören. Geht es? Ja, gerne. Hallo? Okay. Ich kann ein bisschen was darüber erzählen. Also ist die Frage, was für physikalische Prozesse man halt benutzt, um Quantenzufallszahlen zu machen. Und ich glaube, du hast eh schon angesprochen, diese Zerfälle mit Geigerzählern und was Radioaktiven. Ich glaube, das geht einfacher. Man braucht nicht unbedingt was Radioaktives irgendwie zu haben, um den gleichen Effekt zu kriegen. Was man irgendwie braucht, ist eine Teilchenquelle, die eine bestimmte Statistik hat und wo man halbwegs eine physikalische Idee hat, woher die Statistik kommt. Und das kann radioaktives Präparat sein, kann aber auch einfach Licht sein. Licht hat den Vorteil, es ist viel einfacher zu machen und macht irgendwie keine Probleme, auch beim Zoll nicht, wenn du dann fragst, warum man irgendwie so eine große Bleibox mit sich rumschleppt. Also,
Also, und letztendlich ist, kann man wahrscheinlich dieses Ding, was wir da verwendet hatten, irgendwo auch Analogien finden, die, die optischer Natur sind. Also wir gucken auch die Statistik einfach an von Licht, die auf so einen schnellen Zähler drauf fällt. Der Trick ist einfach nur, welche Bandbreite möchte man haben an Zufallszahlen. Und also genau das ist das Problem. Also ich meine, was ich hier so rauskriege, sind so 150, 80, 90 Kilobit netto aus dem Ding raus, und das reicht halt, um so eine CD voll zu machen, das ist halt schon ein bisschen länglich. So. Und die Frage, was machen diese fertigen Kisten noch, um eventuelle Systematik in den Zufallszahlen zu verstecken? Also was wir gesehen haben ist, als wir diese Dinger gebastelt hatten, die sind zunächst mal, rechnet man sich aus, wie groß ist die Entropie, die da pro Bit drinsteckt, und die denken sich, ja, ist schön hoch oder so und müsste eigentlich funktionieren. Und dann sieht man trotzdem noch irgendwelche Muster. Mhm. Aber wie du erzählt hast, wenn man das Ding anfasst, dann sieht man irgendwelche Muster drin. Und das ist uns natürlich auch passiert. Deswegen muss man das natürlich komprimieren und all sowas. Und die Fehlersuche, woher sowas kommt, kann anstrengend sein. Und das muss man auch bei diesen ganzen quantenphysikalischen Zufallszahlengeneratoren, wo man sozusagen die eigentliche Quelle des Zufalls sehr gut kennt, muss man ein bisschen aufpassen. Wo das also wie ich verstanden habe, was ihr da getan habt, war wieder das mit dem halbdurchlässigen Spiegel. Also in Ding, was ich, ist das unten in der Garderobe, also was da drin ist, das ist auch wieder nur ein Photomultiplier in dem Fall, weil die schneller sind als die Avalanche-Fotodioden und eine Lichtquelle. Mhm. Und das ist im Prinzip das gleiche wie eine radioaktive Probe und ein Geigerzählrohr, nur dass man höhere Bandbreiten damit erreichen kann. Und du hast ja diesen halbdurchlässigen Spiegel als Zufallsquelle drin, oder hast du... In dem Fall einfach überhaupt nicht. Nee, das ist wirklich nur eine Lichtquelle und ein Photomultiplier. Okay. Und was misst du da nicht eigentlich nur das Rauschen des Photomultipliers? Nein. Also man kann, wenn die Qualität hoch, also ist die Frage, wie modelliert man die Effizienz von dem Photomultiplier-Prozess? Oder wie modelliert man irgendeinen Absorptionsprozess oder eine schlechte Lichtquelle? Mhm. Man kann eine schlechte Lichtquelle immer dadurch modellieren, dass man sagt, man hat eine sehr gute Lichtquelle mit der bekannten Statistik und einen Strahlteiler, der Dunkelheit sozusagen dazu mischt. Ah, okay. Okay, und das ist ein extrem vernünftiger Zugang, eine schlechte Lichtquelle oder auch einen schlechten Fotodetektor zu modellieren. Man sagt, man hat eine ideale Lichtquelle mit einer bekannten Statistik, und die kann auch sehr, die braucht gar nicht mal ein Fassungsprozess sein, das kann auch was richtig Systematisches sein, also in dem Fall schlechten Zufall produzieren. Solange man das nur genügend stark abschwächt, mischt man sozusagen so viel Dunkelheit mit dazu, dass das wieder auf den Fassungsprozess rauskommt. Wenn man bei dieser Entscheidung an diesem schlechten Effizienzprozess nicht sagen kann, wurde es nur nicht nachgewiesen, oder okay. Und gibt's da irgendwie so ein, also ich meine, ich weiß, dass die Schweizer Jungs verkaufen hier für 5000 Euro so ein Ding. Ne? Genau, die verkaufen, die haben wirklich noch einen Strahlteil eingebaut, und die haben diese Avalanche-Fotodioden dort drin sitzen, also ein oder zwei, glaube ich, haben sie drin. Also die machen wirklich diesen Prozess von Hand, dass man sagt, man produziert einen schwachen Lichtpuls und misst an diesem schwachen Lichtpuls die Entscheidung, ist es in einen oder anderen Weg von einem Strahlteiler gegangen. Und kann man es auch billiger machen? Solange man solche Dioden einbaut, glaube ich nicht. Also du meinst, man könnte auch aber billigere Dioden nehmen eigentlich? Das ist die Frage, was man für eine Bandbreite haben möchte. Also ich weiß nicht, was die genau erreichen. Ich glaube, das ist so 60 Kilobit pro Sekunde. Aha. Und da sind sie schon hart an der Grenze von dem, was wirklich ihre Fotodetektoren machen. Man kann preiswertere Detektoren einsetzen. Aber meintest du nicht, ihr hättet irgendwie 20 Megahertz? Wir haben 20 Megabit, ja genau. Oder weil wir andere Detektoren verwenden. Also in dem Fall keine... Das ist aber auch nicht viel preiswerter, vermutlich. Jein, also ich weiß nicht, was man so teuerst da dran ist, so ein Fotomultiplier, und der kostet auch um die 500 Euro rum. Okay. Das ist so die Preisklasse. Das ist sicher nicht was man sich so schnell in die Tasche steckt. Okay. Das braucht auch so ein Hochspannungsdings und all den Tralala dazu. Aha. Aber ist die Frage, was bringt einem eine Bandbreite von 20 Megabit, wenn man da Schwierigkeiten hat, die vernünftig wegzuspeichern? Ja, okay, man kriegt seine CD schneller vor, ja. Also das war auch das, wo wir irgendwie also festgestellt haben, als wir das charakterisieren wollten. Wir haben jetzt diese Zufallszahlen, wir müssen die, damit wir die vernünftig charakterisieren können, auch schnell genug erstmal einlesen. Und dann haben wir natürlich alle erstmal geschwitzt, dass man genügend viel Zufall reinliest. Also es geht schon, aber das ist nicht nur so, dass man irgendwas, was in der Ecke liegt, hernimmt und das ausprobiert. Aha. Aber letztendlich, also man ist ganz ähnlich wie diese radioaktiven Zerfälle, nur geht es mit Licht auch, und das ist stressfrei und geht kleiner. Ja, ist in jedem Fall nicht so illegal. Und die,
Ja, ich weiß gar nicht, ob das illegal ist, wenn man irgendwie so ein Brocken radioaktives Klumpen mitschleppt. Naja, man will es vielleicht auch trotzdem nicht machen, selbst wenn es legal wäre. Okay, cool, danke. Aber also, man sollte vielleicht noch unterscheiden, was es für verschiedene Arten von physikalischem Zufall gibt. Also sowas ist ja auch ein physikalischer Zufallsgenerator. Und würde nur jedem empfehlen, überlegt euch, was, wenn man so ein Ding in die Hand kriegt, was sind die Arten, sowas zu beeinflussen von außen? Noch läuft mit 16 Megahertz, der produziert uns eine Systematik rein in die Zufallszahlen, weil es halt irgendwie überspricht. Und das sind technische Probleme, wie sie in jedem Hochfrequenz- oder Radiofrequenzbereich auftreten. Die treten bei so Zufallszahlen halt auch auf. Also das ist halt übrigens auch der Grund, weswegen ich jetzt nicht, ich habe es bewusst nicht erwähnt, es gibt auf den meisten modernen Intel-Mainboards gibt es Zufallsgeneratoren, die halt in der Hardware drin sind. Also die sind halt in den Mainboard-Chipsätzen drin. Bloß bin ich mir da genau nicht so sicher. Die arbeiten halt in einer HF, extrem HF-reichen und taktreichen Umgebung. So, da gibt es halt irgendwie den Bustakt und den Memory-Takt und den CPU-Takt und so weiter und so fort. Und ich bin mir sicher, dass man die alle in diesen Zufallsgeneratoren drin sieht. So. Und ich weiß nicht, ob das physikalische Zufallsgeneratoren sind oder ob das nur algorithmische Generatoren sind. Das Was? Ja, also diese Mainboard-Teile funktionieren auf Basis von einer 10er Diode. Aber der Punkt ist, das ist durchaus ein militärisches Design. Also das ist, die haben einfach einen Typ von der Air Force angeheuert bei Intel und der hat ein Paper publiziert und da steht drin, dass die irgendwie 16-stufige Whitening irgendwelche DSP-Scheiße drüber laufen lassen, um eben diese Sachen rauszuholen. Also ich bin mir, es gibt da Untersuchungen, die haben irgendwie nichts gefunden. Ich meine, das mag nichts heißen, ja. Aber ich will sagen, so für, ich brauche jetzt ein bisschen Zufall für Diffie-Hellman-Exchange, ist das durchaus in Ordnung. Und wenn man bedenkt, dass der Aufpreis irgendwie 20 Cent sind, dann ist mir das doch scheißegal. Ich meine, um mal zu sagen, wenn ich irgendwo einen Hash habe, wo ich Zufall reinpumpe, dann tue ich den halt dazu. Ja. Und Fefe, weißt du, in welchen aktuellen Mainboards die Dinger noch drin sind? Na, nur die Server-Mainboards leider. Also so die Desktop-Teile alle nicht. Aber wenn du so ein SMP-Board zum Beispiel kaufst, da gibt es auch von AMD inzwischen. Diese Serverbox-Chipsätze. Genau, also die Server-Chipsätze haben sowas drauf. Okay. Und also das macht Sinn. Ich meine, das tust du halt rein als Zusatz in deinen normalen Seed. Okay. Also für wie ich generiere mir jetzt eine CD mit Zufallszahlen, ist das vielleicht nicht so der Bringer. Für ein One-Time-Pad und irgendwie militärische Anwendung, aber für normale Krypto, sage ich jetzt mal, einen Webserver, der irgendwie ein bisschen SSL machen soll, ist das durchaus in Ordnung. Ja. Die Frage ist, wer glaubt der Zertifizierung von solchen Zufallsgeneratoren? Also die haben halt veröffentlicht, was sie da für Post-Processing machen, es ist völlig klar, dass da Übersprechungen gibt und dass die Ursprungsdaten eben nicht so zufällig sind, aber bevor das überhaupt aus dem Chip rauskommt, haben die da schon irgendwie mehrere Endstufen hinter. Und du musst denen natürlich überhaupt nicht glauben, ja, das aufzumachen ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, aber wenn du die Daten einfach zu deinen anderen Daten dazu tust, dann ist es nicht schlechter für den Zufall am Ende. Also was ich faszinierend fand, ich habe mich mal hingesetzt und hier mal die Qualität von Zufall, die aus so unterschiedlichen DefRandom, DefUrandom und so weiter und so fort rauskommt, angeguckt. Mit diesem DieHard-Test, der nun, naja, so sagen wir mal so eine Art Standard-Test ist, der ist nicht besonders toll, aber irgendwie testet so die wesentlichen Sachen ab. Und ich konnte dir anhand der Ergebnisse von der DieHard-Suite sagen, ob im Entropy-Gathering viele oder wenige Zufallssourcen angeschaltet waren. Also der DefUrandom geht ja halt hin und nimmt halt so Abstand zwischen Keypresses. Nee, der DefUrandom blockiert nicht. Das heißt, es ist die Ausgabe von einem Pseudo-Random-Generator. Ja, bloß die Frage ist ja, woher nimmt er sein Entropy-Pool? Na, aus DefRandom. Das ist die eigentlichen Zufallswerte, die du durch DieHard tun willst. Also U-Random ist kein hochwertiger Zufall. Das ist gedacht meine Zufallszahl. Ja, es gibt doch eine neue Implementierung von U-Random, die irgendwie ein bisschen härter ist oder was andersrum. Ich verwechsel, Entschuldigung. Nee, U-Random ist tatsächlich der, ist mir nicht so wichtig. Hauptsache, sieht zufällig aus. Du hast recht, genau. Okay, jedenfalls interessant war halt, dass man tatsächlich sehen kann, ob viele oder wenige oder gar keine Entropy-Quellen dahinter stehen. Ne? Das ist relativ einfach zu sehen anhand der Ausgaben vom DieHard. Na und wie war so die Qualität von dem Teil? Naja, also wenn richtig viele Entropy-Quellen an waren, das heißt also alles von irgendwie Netzwerkaktivität über Platte, über Keypresses und so weiter und so fort und Mausaktivität, war die Qualität, die da rauskam, schon ganz gut. So bloß, da kommt halt auch keine Zufallsbandbreite raus. Ne? Also da musst du dann halt schon mal wieder richtig mit dem System arbeiten, damit da halt irgendwie ein paar Kilobit entstehen. So. Das ist halt. Na, aber ist doch ehrlich gesagt egal, oder?
Ja, wenn du eine CD voll kriegen willst, nicht. Na wieso, tust du irgendwie einen Sniffer ran, machst du irgendwie bei dem ISP deiner Wahl in den Einwahlpool. Hast du genug? Also was du allein hier unten irgendwie an unserer Infrastruktur für Zufall abgreifen kannst, reicht für ein paar CDs. Manche Leute auch schon behauptet, unsere Messdaten wären im Wesentlichen Zufall. Ja. Warum? Ja, wie ist mit den Hash-Funktionen? Wenn du nur Hash-Funktionen welche genommen, die Entropie dir echt erhöhen. Also, ja, wenn ich Modulo 2 Funktion nehme, man kann es irgendwie komprimieren und meinetwegen XOR von 2 Bits bilden, die zusammenschrumpfen oder weniger aggressiv komprimieren. Ja? Eben läutet da irgendein Stündchen oder so. Okay. Ein Bild dann für die Leute, die noch in der Cafeteria herumhängen. Die Cafeteria möchte langsam schließen. Okay, gut. Wir waren gerade bei genau. Also ich glaube, da geht sozusagen der Schlüssel wird einfach kleiner oder diese Zufallsmenge wird kleiner und man kann so ein bisschen Entropie rausretten. Das ist so die Idee, dass wirklich komprimiert wird und der Informationsverlust. Ja, ja, aber also, das ist halt weniger Bits mit einer höheren Entropie. Ja, aber damit kann man natürlich sehr einfache und billige Zufallszahlengeneratoren nehmen und einfach Modulo 2 Summe anwenden, dann hat man halt die Entropie dann eben sehr hoch. Das ist das, was die hier auch tun. Ne? Also die Treiber von diesen kommerziellen Hardware-Zufallszahlengeneratoren, also das heißt dann immer Treiber, letzten Endes ist es genau das, die machen dann Sliding Window Entropy Check auf den Output von dem Zufallsgenerator und verwenden halt genau solche Algorithmen. So, also was du halt nur willst, ist, dass deine Ausgangsquelle schon möglichst hohe Entropiewerte aufweist, damit du dich da nicht totrechnest, ne? Weil sonst hast du da halt irgendwie, pumpst du da megabyteweise Zeug rein und bekommst hinten ein paar Bit Zufall raus. Ne? Ja, das kann man aber natürlich in Hardware auch sehr einfach machen, indem man einfach einen Paritätsgenerator nimmt. Der will dann zum Beispiel gleich die Modulo 2 Summe von 9 Bits. Es gibt kompliziertere Prozesse als nur sozusagen paarweise Bits, dass das ein Bit sozusagen vom Vorhergänger-Bit noch ein bisschen Information erbt. Die Anforderungen sind da schon wesentlich höher. Bisschen höher. Ja. Ja, bloß man kann da halt ja auch den zentralen Grenzwertsatz drauf anwenden auf diese Modulo 2 Addition und da weiß man dann halt, dass dieser Hash-Algorithmus dann wirklich die Entropie erhöht. Ja, das Problem ist oft, glaube ich, auch, dass man hinter solchen Korrekturalgorithmen oder wenn man das noch irgendwie durch so eine Maschine durchknetet, die irgendwas macht mit Zufallszahlen, dass man dort auch sehr gut verschleiern kann, wie gut oder wie schlecht die Quelle ist. Mhm. Also wenn man nicht laut verrät, wie dieser Algorithmus aussieht, da kann man aus einem relativ schlechten Zufall irgendwas machen, was gut aussieht. Und da tut man sich enorm schwer, die Qualität von einem guten Zufall zu beurteilen. Also man kann vielleicht versuchen, irgendwie das zu packen oder irgendwelche Pack-Algorithmen draufzulassen und zu gucken, wird es kleiner oder nicht. Aber das scheitert auch relativ schnell, wenn man genau weiß, welche Strategie diese Pack-Algorithmen anwenden. Ja. Also Zufall ist halt immer ein tricky Business. So. Also das ist halt, wenn man halt wirklich extrem lange Patterns hat, also man sich zum Beispiel halt anguckt, so was halt aus so einem Standard-Pseudo-Supergenerator rauskommt, den kann man halt auch so machen, dass die Patterns echt richtig, richtig, richtig lang sind. So, und dass man halt nur mit sehr großen Fenstern sieht, dass da tatsächlich Patterns rauskommen. Und so, also deswegen ist es halt mathematisch extrem schwer, tatsächlich Zufall in kleinen Files richtig gut nachzuweisen und es wird halt extrem aufwendig, es in großen zu tun. Ja, das ist wieder eine philosophische Frage, ob es überhaupt Zufall gibt. Ja, natürlich, klar. Also kann man sich, also man kann es halt auch umdefinieren und einfach sagen, okay, es ist halt hinreichend komplex. Es ist schon vielleicht nicht eine ganz philosophische Frage. Also wenn man einem irgendwer eine Kiste verkauft und sagt, okay, das macht Zufall mit der und der Rate und wir haben ein paar Fehler noch rausgebügelt mit irgendeinem Algorithmus, dann muss man dem Algorithmus schon trauen. Also ich würde sagen, guck nach, was macht das wirklich mit den Zufallszahlen, weil hinterher sieht man das den Zahlen nicht an, ob es nur ein schlechter Zufall ist oder vielleicht irgendein Algorithmus mit ein bisschen Entropie drin. Und jemand, der den Algorithmus kennt, kann irgendwas, was vielleicht aussieht wie 100 Megabyte Zufall, runterkochen auf einen Kilobyte wirklichen Zufall. Also darum würde ich immer davor sagen, wenn irgendwer nur die Zufallszahlen herzeigt,
dann kennt man noch nicht die ganze Geschichte. Also, ja, also würde ich mal sagen, guckt euch an, wo das. Also deswegen ich diese mit diesen Protego-Leuten hier, also mit diesen Dingen arbeite, ist auch, weil da gibt es einen Open Source Linux-Treiber für und sie sagen dir genau, was sie tun, du kriegst die Messprotokolle dazu, sie sagen, wie der Schaltplan ist, sie sagen dir, was sie abgestimmt haben und so weiter und so fort. Also es ist halt schon so, den kostet irgendwie 80 Euro oder so und war irgendwie so der im bezahlbaren, spielen wir mal damit, Bereich irgendwie das Beste, was ich gefunden habe. Du kannst auch andere kaufen im Netz für 1000 Euro und die sagen dir nichts. Da kriegst du eine schwarze Kiste mit einer sicheren Schnittstelle. So. Da, also, wie gesagt, das sind halt so die Unterschiede, die es da so gibt. Ja. Wie gesagt, das sagen Sie, das ist ein Chip, der hat 16 Beine und ist vom NSA zertifiziert und macht 1 Megabit pro Sekunde. Das ist glaube ich, so genau den Zufall, den man vielleicht dann nicht hernehmen will. Ja, es gibt davor, wer erzählt das? Es gibt wohl auch irgendwie vom NSA so eine Site im Netz, wo man sich hinconnecten kann und dann kommt Zufall raus. Ja, okay. Gut. Sind wir soweit durch? Dann vielen Dank.